Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Little-YouTuber. Hä? Das ist mein Channel, come on, was soll das? Ich übernehme den hier jetzt. Hallo und herzlich willkommen zurück, unsere lieben Little-YouTuber. Mit Gina Beckmann und meine Wenigkeit. Tana. Prominent getrennt. Aktuell läuft gerade die erste Folge. Ich freue mich, weil ich wollte immer schon Gina interviewen, wo sie schon mit dem Ex bei Couple Challenge mitgemacht hat, weil die hat ja schon einiges durchgemacht. Überleg mal, du bist mit Valentina in einem Format. Mit Christine. Und das ist also, im Double. Wenn man das schon hinter sich hat, ne? Dann schockt einen nichts mehr. Genau. Weil ich denkt man so, immer, aber dann kommt doch immer noch was. Genau, da kommt dann einer um die Ecke und sagt so, ich kann es besser. Ich bin viel toxischer. Ich zeig dir mal, was ich kann. Gina, wie geht's dir? Ja, soweit so gut. Ja. Wie fühlst du dich nach der ersten Folge? Ja, hält sich noch in Grenzen. Ne? Also ja. war jetzt nicht mein schönster Auftakt. Okay, ich muss sagen, die erste Folge habe ich gesehen und ich fand da schon sehr viele Eigenschaften, wo ich dachte so, da muss noch einiges aufgearbeitet werden. Definitiv, ja. Ob ihr nochmal vielleicht zusammenkommt, wissen wir natürlich nicht, weil gerade nach der ersten Nacht wissen wir, da haben die einfach mal gekuschelt, ne? Da dachte ich so, was ist denn mit denen los? Ich weiß nicht, wovon du redest. Aus welchen Formaten kennen wir dich denn, Gina? Ich habe angefangen mit Big Brother damals und dann war ich noch bei Couple Challenge, bei Ex on the Beach und jetzt bei Prominent getrennt. Und überlegst du auch in anderen Formaten, wie zum Beispiel, wenn jetzt der Dschungel morgen kommen würde, würdest du da mit reingehen? Hast du Angst oder Phobien? Also Phobien und Angst hätte ich auf jeden Fall, aber trotzdem hätte ich natürlich schon Bock auf den Dschungel, muss ich sagen. Oder generell, es gibt einige Formate, die mich noch interessieren würden, auf jeden Fall. Na, ist schon was anderes Dschungel, ne? Also dieses Jahr war es schon auch extrem toxisch. Ich fand das auch, hast du auch geguckt, ne? Klar, habe ich es geguckt. Boah, ich habe darauf reagiert, auf sehr, sehr viele Sachen, aber ich war, boah, das war krass. Aber ich freue mich richtig auf Prominent getrennt. Ja, meine Freude hält sich noch in Grenzen. Ja, wir haben auf dieser Sneak Preview gesehen, dass du auch schon ein paar Sachen um die Gegend geschmissen hast. Ja, ne? Ich hatte vielleicht den einen oder anderen Ausraster. Ja, ich bin mal gespannt. So hat man mich auf jeden Fall noch nicht gesehen. Ja, ich bin total gespannt. Aber das muss man auch erstmal schaffen, mich so auf die Palme zu bringen. Ich glaube auch, du bist eher so, bist du eher so ein Ruhepol, weil wenn ich an Couple Challenge denke, warst du eher so zurückhaltend, hast nicht Beef angezettelt. Ja. Also du wolltest eigentlich eher schlichten, ein bisschen harmonischer Mensch. Ja. Also ich bin keine Person, die irgendeinen Streit anzettelt oder irgendwo hinrennt und Feuer legt oder sowas. Aber klar, es ist halt nochmal eine andere Situation, wenn man mit seiner Ex-Freundin oder Ex-Freund, wie auch immer, in einem Format ist. Und da halt die ganzen Emotionen dann halt noch drin sind und so. Wo habt ihr euch kennengelernt? übers Internet, sagen wir es mal. Okay. Nee, wir haben uns auf Tinder damals kennengelernt. Und dann habt ihr euch gematcht und dann haben wir uns gematcht. Ja, tatsächlich war es so, dass ich dann gar kein Tinder mehr hatte, weil mein Handy geklaut wurde mal wieder. Und dann hat Emily mich irgendwann auf Insta gefunden und mir dann geschrieben. Wisst ihr, was ich mir gedacht habe? Sie hat ja gesagt, Emily meint ihr, dass sie in Berlin irgendwie Kosmetikerin ist, ne? Ich dachte, du bist irgendwie zum Nägelmachen da hingegangen und dann hast dich einfach mal verliebt. Stimmt, die Story, die hätte ich auch mal so erzählen können. Ich würde wahrscheinlich ein bisschen besser rüberkommen. Emily, ich komme jetzt zur Maniküre, Pediküre. Ja. Einmal die Wimpern machen, bitte. Oh, du siehst aber gut aus. Hast du Wimpernlashes drauf? Fake Lashes? Ja, aber nur so aufgeklebt. Also nicht so eine. Nicht so eine gemacht. Und ich sehe, du hast nicht mal diese Mords. Fingernägel. Ja, ne? Ich habe nicht mehr so eine Krallen. Man sieht auch, ein paar Fingernägel sind auch schon. Okay. Aber ja, bei Ex on the Beach, da hatte ich ja. Ja, solche Dinge hattest du, ja, ne? Ja, so richtig. Aber ist es, also ehrlich gesagt, es interessiert mich jetzt mal. Wie ist denn das eigentlich? Könnt ihr da auf Klo gehen und könnt ihr da irgendwie Sachen aus dem Portemonnaie rausnehmen, ohne dass sie brechen? Ja, oder? Man findet seine Mittel und Wege. Okay, ja, da wird wahrscheinlich. Man muss halt alles immer eher so seitlich anfassen. Oder halt, ja, es geht auf jeden Fall. Manchmal ist es sogar ein praktisches Werkzeug. Ich konnte früher mit meinen Fingernägeln immer die Tür, von der Tür hatte ich so eine lockere Schraube und die konnte ich mit meinen Fingernägeln immer nachziehen. Oh mein Gott.
Krass. Also ich sehe immer in der Bahn einige Mädels halt, die so richtige Mordsfingernägel haben, die tippen dann immer so. Ja, oder so klack, klack. Es war auch so komisch, als ich dann kürzere Nägel hatte, überhaupt, ich muss erstmal wieder schreiben lernen mit dem Handy. Das ist wie Jorge von Switch Reloaded, wo er versuchen muss, auf normalen Schuhen zu gehen und nicht auf High Heels. Ja, Mann. Man muss da wieder reinkommen. Aber es geht jetzt auf jeden Fall besser, auf dem Handy zu tippen. Wollen wir langsam anfangen? Let's go. Ja, ich habe so ein paar Sequenzen mit reingebracht und darauf werden wir reagieren. Ich habe ja schon meine Reaction gemacht. Das könnt ihr euch natürlich da oder da anschauen. Werde ich auf jeden Fall verlinken. Und ja, falls du natürlich noch im Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Ein Daumen nach oben, natürlich Kommentare und falls du natürlich die ganzen Folgen streamen möchtest, vom Prominent getrennt. Unter meiner Beschreibung findest du den Link zu rtlplus.com. Da kannst du auch die ganzen Folgen streamen. Du kannst natürlich über Insta hier der Gina Beckmann folgen. Mir kannst du gerne folgen. Gina hat auch TikTok. Da ist sie auch extrem fleißig. Werde ich unten auch nochmal verlinken. Bin jetzt sehr Insta. Aktiv geworden auf TikTok. Genau, ich habe auch TikTok. Und jetzt geht's los. Ich kann's dann nicht. Warten wir. Stößchen! Stößchen! Wir gucken weiter, ne? Let's get shady. Yeah. Aber das Gute ist, die, wo ein Kleidchen anhaben, die werden mal richtig frieren. Ist er das? Wie war es denn eigentlich? War es wirklich so kalt? Ey, das war unnormal kalt. Vor allem diese Fahrt, man muss sich vorstellen, die geht bestimmt eine Viertelstunde oder noch länger. Südafrika, noch länger, ich denke immer, Südafrika ist richtig warm. Also war es auch warm? So, war das morgens, wo ihr eingezogen seid? Nee, das war eher nachmittags. Tatsächlich hat der Dreh sich auch um, ich glaube, 3 Stunden oder so verzögert, weil es so geregnet hat in der Nacht vorher und auch an dem Tag. Ah, okay. Und dann mussten wir halt noch warten, bis es sich ein bisschen beruhigt hat mit dem Wetter und so. Oh. Also es war so kalt und alle Tage vorher, ich war ja davor auch in so einem Ferienhaus, da war das beste Wetter, das geilste Wetter und genau an dem Tag, wo wir drehen, wird das Wetter auf einmal scheiße. Und wie ist das, ihr fliegt ja, also bist du alleine geflogen oder ist deine Partnerin oder so mitgeflogen oder waren da welche dabei, die im Format mitmachen oder wusstet ihr überhaupt gar nicht voneinander, wer da alles mitmacht? Also natürlich hat man im Internet schon so gemunkelt, wer alles dabei sein könnte und sowas. Aber an sich wussten wir es nicht und man weiß auch nicht, wann die anderen ankommen oder wo die anderen dann sind. Ich weiß auch, im Nachhinein hatte jeder auch irgendwie eine komplett andere Unterkunft. Manche waren im Hotel, ich hatte so ein ganzes Haus für mich alleine. Geil. Und so. Geil. Also es war echt unterschiedlich. Mein Name ist Michelle Mann-Marlin. Also Mike Sies ist mein Ex-Partner. Okay, reicht. Also ich habe immer meine Reaction schon gesagt, ne? Ich habe gesagt, da muss man eigentlich nicht viel zu sagen. Mhm. Also ich meine Meinung ist halt, ich gratuliere dir, Michelle, dass du das geschafft hast. Hör mal zu, eine Sache musst du hier und jetzt einfach mal lernen. Du hörst auf mich. Hör auf, mich immer zu fokussieren. Gehst in deine Kamera und schließ dich da um. Nimm das und geh in deine Kammer. Hast du Sommerhaus des Stars gesehen? Ja, klar. Was sagst du dazu? Ja, also ich muss sagen, also ich hatte am Anfang auch echt Respekt vor Mike, wo ich auf ihn getroffen bin, weil man ihn halt so nur kennt und sowas, da war ich auch so, oh Gott, okay. was wird hier passieren und so, aber natürlich gibt man jedem trotzdem erstmal natürlich, die Chance, klar. Sich zu beweisen. So ist es auch richtig, ist es auch richtig, genau. Sollte das auch jeder, finde ich, machen. Klar, klar. Ja. Also ich finde den, also ich habe gar keinen Respekt vor dem, ich finde ihn sehr, sehr respektlos und meine Geschichte kennt ihr ja, ne? Ja. Habt ihr gesehen in meiner Reaction dazu. Und da wird natürlich viel mehr kommen, meine Lieben. Heute ist es so, sie ist mein Gast. Wir machen das, was sie möchte und reagieren auf Sachen und reden halt viel über deren Beziehung. Es geht heute um Gina und Emily. Mein Name ist Mike Sies. Also sobald du den Namen hörst, ist Shitstorm rolling. Diese Muffe, die da teilweise reingemacht haben, das ist so witzig. Als würde aus der Hölle so ein Teufel kommen, weißt du? Generell, die haben bei manchen Leuten oder bei manchen Situationen so krasse Mucke da drauf gelegt, als wäre das sonst was für ein Film, ey. Das ist so krass. Okay, jetzt ist nämlich Michelle schon im Auto und die fahren jetzt direkt Richtung Villa. Mhm. Und ab da gucken wir mal,
was der Mr. Käse so und Michelle bereden. Warum ist diese Scheiße passiert, weißt du? Ja, aber das ist genau die richtige Frage. Warum ist die Scheiße passiert? Das ist ja die richtige Frage. Ja. Was war im Vorfeld schon so falsch, dass diese Scheiße passiert? Aber sowas darf nicht passieren. Genau, was ist eigentlich passiert, Gina? Warum? Also nur wegen dir bin ich fremdgegangen, sonst wäre ich gar nicht fremdgegangen. Du hast mich dazu gebracht. Ja, ne? Klar. Alles, dass ich mit anderen rumlecke und dass ich mal einloche. Du bist die Schuldige. Ja. Ja, keine Ahnung. Also ich check da auch überhaupt gar nicht, was abgeht. Also, du kennst die Story überhaupt gar nicht, glaube ja, ich. Ja, ne? Naja, also ich habe sie ja dann da drin erfahren und so. Davor hatte ich wirklich echt nicht wirklich Ahnung, was bei denen da genau abging, außer dass ich halt diese Sommerhaus-Story kannte. Aber dann hast du nichts verpasst. Ja, wahrscheinlich nicht. Ist sowieso alles Shit. Ich bereue, dass ich sie geheiratet habe, wirklich. Weil ich einfach fast 4 Jahre meines Lebens vergeudet habe in meinen Augen. Also, ey, das ist schon hart, sowas zu sagen. Wenn das eine Partnerin oder ein Partner von dir sagen würde, ne? Ich glaube, die würdest du nur noch mit dem Arsch angucken, oder? Ja, also das ist schon hart, sowas zu sagen. Vor allem, ich habe ja auch Michelle kennengelernt und ich glaube schon, dass sie da viel getan hat in der Beziehung auch. Ja, ey, ich glaube, die musste so einiges einstecken. Ne? Also wenn man so einen Partner hat, dann braucht man keine Feinde mehr. Gar keine Feinde mehr. So, jetzt gucken wir uns mal an, ab der Szene, wo Kim Virginia einzieht. It's shady, bitch. It's shady. Kim, ey. Excuse me. Mich lässt man doch nicht warten. Schau mal, wie ich aussehe. Auf dem Fächer steht, bitch, bye. Zu geil, ey. Vor allem das Krasse ist halt, dass Kim halt im Real Life wirklich so ist. So, das ist halt einfach sie. Ja, du kennst sie ja real, ne? Ja, sie ist halt wirklich einfach. Also ich halte halt nicht viel von ihr, aufgrund dieser ganzen Sachen, die jetzt, auch mit der Gewaltsache jetzt mit Max, ne? Ich kann es nicht tolerieren. Also für mich ist das so, ich verstehe auch nicht, warum RTL die Leute dann direkt vom Format zu Format schickt, weißt du? Ja, also generell, finde ich, macht bei RTL vieles keinen Sinn, was die da gemacht haben. So. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie diesen Schlag schon direkt in diesem Trailer zeigen. Ja, das stimmt. Bei Gigi haben die es, glaube ich, damals nicht gezeigt, ne? Nee, ich glaube nicht. Im Trailer? Nee. Im Trailer wurde es. Deswegen haben ja alle spekuliert. Es ist halt, ich sag ja, also Gewalt ist überhaupt keine Lösung. Wie war es denn bei Emily und bei dir? Also, ihr seid ja schon. Ich glaube, bei dir ist es halt so, man kann mit dir zum Teil schon alles machen, bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Definitiv. Dann explodierst dann, du, glaube ich. Dann ist ne? halt wirklich. Dann kannst du dich nur noch verstecken, glaube ich. Ja, und generell, Emily kann halt wirklich auch so provokant sein. Ja, habe ich gesehen. So sticheln. Ja, also wirklich, die weiß, welche Knöpfe sie bei mir drücken muss. Oh mein Gott, okay. Und dann, ja, explodiert und halt. Gab's da auch mal in Beziehungen, also Raufereien, hast du sowas mal erlebt in deinem Leben? Tatsächlich kann ich jetzt noch nichts dazu sagen. Okay. Okay, ich versuche so ein bisschen Sachen rauszulocken, ne? Also für euch mache ich alles, aber sie hat leider einen Vertrag und sie darf natürlich dagegen nicht verstoßen. Wir haben das ja gerade mitgekriegt mit Mike, die erste Gage wird gezahlt und wenn du natürlich gegen den Vertrag verstößt, Vertragsbruch begehst, dann bekommst du deine Gage natürlich nicht. Ne? Das ist ja auch logisch, wozu gibt es diese Verträge? Ne? Klar, ja. Muss man sich dran halten. Und jetzt bin ich bei Prominent getrennt und rock mal die Hütte. Für Kim ist, glaube ich, jeden Tag Party, oder? Habe ich das Gefühl? Auf jeden Fall. Also du sagst ja, sie ist ja wirklich in Real Life so. Ja, ja. Aber sowas kann auch anstrengend sein. Also ich könnte das gar nicht. Ja. Ich könnte das überhaupt nicht. Ich habe eine große Klappe, ist auch einfach viel dahinter. Das muss man auch einfach sagen. Ist manchmal vielleicht ein bisschen schlecht, aber I don't care. Also ob viel dahinter ist, weiß ich nicht. Also ich sehe eigentlich keinen Mehrwert, ehrlich gesagt. Ja, keine Ahnung. Also Kim weiß ja auch, was sie sagen muss und so. Oder wie sie selber rüberkommt und... Ich finde definitiv, manchmal ist sie echt drüber, aber manchmal ist sie halt auch wirklich on point mit ihren Meinst du, sie ist geboren für Trash? Ja, voll. Also wenn sie nicht ins Trash gehört, dann weiß ich nicht, wer sonst. Was hat sie dann davor gemacht? Warte, sie war, glaube ich, Stewardess, oder? Ja genau, Stewardess war sie. Die hat ja gekündigt, glaube ich, vor kurzem. Ne? Irgend sowas war da. Wir waren nur 3-4 Monate zusammen, also ganz kurz. Also viele munkeln ja und sagen ja, dass bei den beiden eigentlich es nur so eine Liaison war, dass es eigentlich vielleicht nur kurz rein, raus war
Und dann sie sich irgendwie gedacht haben, ja cool, Kim Virginia, die polarisiert momentan und dann nehmen wir den Emanuel dazu, mit dem sie mal was hatte, machen wir prominent getrennt mit. Was denkst du als eine Bekannte von Kim? Ja, also ich glaube, die hatten halt so eine Kennenlernphase und sowas halt. Und ob man das schon als Beziehung abstempeln kann, ist jedem selbst überlassen, ne? Aber so diepe Gefühle sind da, denke ich, nicht krass vorhanden gewesen, wenn man 3 Monate irgendwie was oder zusammen war oder was. Weil bei euch sieht man das ja, ne? Wenn du halt ankommst, gleich werden wir es sehen, ist es halt kalt, kühl zwischen denen. Ne? Bei Tommy und Sandra sieht man das, bei den anderen auch. Und bei denen ist das so, hallo, Bitch! Und dann umarmen die sich halt. Ja, ne? Ja. Also das ist halt irgendwie was anderes, finde ich. Also es kommt bei mir nicht so glaubwürdig rüber. Sexuell hat das super funktioniert. Bei uns war wirklich das Ding, was es zum Scheitern gebracht hat, die Kommunikation. Horror. Also ich meine, sie redet über Kommunikation. Ich finde, also ich glaube, wenn man eine Kim hat und die ja die ganzen Tage eine Frikadelle ans Ohr redet, manchmal kann es ja lustig sein, scheitert die Kommunikation auch, oder? Ja. Also ich meine, ich kann mich da jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil die Kommunikation zwischen mir und Emily war auch komplett Schrott. Ja. Aber ja, Kim redet schon sehr viel. Ich habe auch immer so aus Spaß gesagt, ein Glück bin ich nicht ihr Tonmann, ne, dass ich da den ganzen Tag das anhören muss. Aber sie ist halt auch ja, witzig dabei irgendwo, was sie redet. Aber irgendwann schaltet der Kopf dann auch mal aus. Ja klar, irgendwann kann man wahrscheinlich gar nicht mal zuhören oder man bekommt einen Tinnitus, oder? Ja, also ich mag Kim, deswegen ich kann jetzt nichts Schlechtes sagen in dem Sinne. Naja klar, du bist eine Bekannte von Kim, klar, das meine ich auch gar nicht. Also, ja, aber ich glaube, sie nimmt es auch mit Humor, was ich hier sage, weil sie weiß auch ja selber, dass sie sehr viel reden kann. Achso, aber wie kommt sie eigentlich damit? Naja, klar, das würde mich mal interessieren, wenn die Leute shady halt über sie reden. Ne? Weil ich meine, nach dem Dschungel gab es wirklich, die haben sie geschadet, ne, die ganze Zeit und alle waren gegen Kim und gerade diese Mike Heiter und Layla Sache. Ja. Ne? Ich meine, die hat sich auch wirklich überhaupt nicht cool benommen. Geht überhaupt nicht, dass man halt auch Kinder mit reinbezieht, Privatleben mit reinbezieht, also exposed. Finde ich nicht cool, geht gar nicht. Aber sie hat sich irgendwie selbst gefeiert, habe ich das Gefühl. Ja, das Ding ist halt, ich glaube, Kim kann da halt auch echt gut drüber stehen, wenn Leute irgendwie sie haten oder sowas oder andere Meinungen haben, weil sie halt in ihrer Meinung sehr bestärkt ist. Ja. Und deswegen juckt die das halt, glaube ich, nicht so, was andere über sie sagen. Und ich glaube auch, dass sie eine extrem Dominante ist in der Beziehung. Kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, hat ja Emanuel auch selber gesagt, dass sie die Hosen anhat und ja, sowas. Ja, genau. Ja, ja. Also. Die Kim. Kim Vagina. Kim Vagina? Weißt du was, Gina? Ich habe sie auch anfangs immer Kim Vagina und Kim Vagina genannt, ne? Und irgendwann haben meine Follower dann auch geschrieben, so, ey, Tana, das ist nicht cool, was du machst, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Das war für mich eine Eselsbrücke. Wenn man halt Namen vergisst, dann denke ich immer so an Vagina bei Kim. Und dann, ja, das kann man bei meinem Namen aber auch gut kombinieren. Gina Vagina. Ah, ja, okay, ja. Also eher bei Kim Virginia Vagina. Ja, Virginia ist nochmal mehr, aber Gina und Vagina oder Vagina. Echt, stimmt. Aber heißt du jetzt Gina oder gibt's da noch einen Vornamen oder so? Oder also Heike Gina oder sowas? Nee, ich heiße eigentlich Gina Fee. Aber wie süß ist das denn? Ja, aber so nennt mich keiner. Also, Gina Strich Fee? Ohne Strich, nur Gina Fee. Ja. Oh, süß. Das finde ich süß. Findet ihr das nicht süß? Ja, also ich weiß nicht genau, was sie von dem Namen halten. Eigentlich könnte Gina meine Tochter sein. Hätte ich jetzt eine Tochter, dann wäre sie wahrscheinlich auch so alt wie Gina. Eine kleine Gina Fee. Oder? Also du bist jetzt 23, ne? Ja, ja, doch, das wird hinkommen sogar. Stimmt. Ja. Lustig. Das könnte hinkommen. Was geht ab? Hast du mich schon vermisst, alles ich weiß gut. Es, ne? Ja, langes her. Zu lange fast schon, ne? Na klar, wenn du natürlich Kim sagen würdest, ich habe dich nicht vermisst, würde sie dir wahrscheinlich die Augen rausreißen. Ja. Ne? Dann wäre sie wahrscheinlich ein bisschen so, wie konntest du nur? Ja, die Freundin und den Bierbauch kriegen wir weg. Ja. Sie ist aber auch echt so frei Schnauze, ne? Ey, aber das ist auch voll fies, ne? Dann den Bauch kriegen wir weg und die Freundin. Und Emanuel hat eine Freundin, die müssen ja im selben Bett schlafen. Das ist aber auch hart. Ja, das stimmt. Also fände ich jetzt auch nicht unbedingt so toll, wenn ich da irgendwie die Freundin wäre. Bist du momentan am Kennenlernen? Who knows? Okay, bei Emanuel wissen wir es ja, deswegen frage ich mal nach. Sie kann ein Häschen sein, aber sie kann auch eine richtige Ratte sein. Mach mal kurz. Hast du Angst? Ja, natürlich. Vor dir muss man Angst haben.
Also wenn das Emanuel sagt, der, mit der er schon was hatte, dann, sie macht so, ne? Oder, und er sagt so, ey, ich hab eine Freundin, pack mal weg deine Hand. Das juckt sie, glaube ich, halt nicht. Aber auf dem Fächer, ey, woher hat sie das denn gekriegt? Woher findet man sowas? Keine Ahnung. In irgendeinem Faschingladen oder so? Aber generell hat sie auch teilweise so krasse Outfits an, wo ich mich auch so frage, woher? Ja, wahrscheinlich hat sie sich verirrt in der Robe von Jennifer Lopez oder so. Nein, wir haben Einzelzimmer! Echt jetzt? Ja. Also jetzt, also man kann ihn wahrscheinlich auch gar nicht aushalten, wenn man mit ihnen in einem Zimmer ist. Deswegen haben sie ihn so aussortiert bestimmt. Ja, ich würde das gerne mal wissen, warum die genau das Einzelzimmer, ob das irgendeinen Grund hatte. Oder haben die irgendwie so, die Fremdgänger kommen in ein Zimmer und die, die treu waren und sich getrennt haben in einem Zimmer und die, die richtig hochtoxisch sind. Wobei, das wird schwierig mit den Fremdgängern, weil da gab es ja einige in der Staffel. Das stimmt, ja. Ich hätte jetzt gesagt, so hier Mr. Käse und seine Frau, seine Ex-Frau und Kim Virginia und Emanuel kommen in ein Zimmer, dachte ich. Ja, also ich weiß auch nicht genau, wie genau, was sie sich da gedacht haben. Weil ich finde das ja mal geil, wie Kim Virginia ihn aufzieht, ne? Ja, das, das finde ich auch richtig witzig. Michelle hat zu mir gesagt, dass unser Sexleben wirklich das Beste ist, was sie jemals hatte. Das finde ich halt auch immer... Es ist so fishing for compliments für sich selbst, weißt du? Weil, ja, generell, wenn Männer so sowas sagen, meine Güte, dann denke ich mir immer so, erstens, selbst wenn so, wer muss man sowas sagen öffentlich? Ja, aber es, für ihn ist das total wichtig, dass man das... Dass alle das wissen, er ist ja Star, er ist ja berühmter als die Queen, als Mariah Carey, weißt du? Deswegen wird das so richtig breit treten. Aber das denken, glaube ich, einige da dran. Meinst du, die haben so eine Illusion? I don't know, also manche haben auf jeden Fall einen kleinen Höhenflug. Wirst du oft angesprochen in der Stadt? Ja, schon ab und zu mal. Ich wurde eben gerade nicht angesprochen, ja, als ich mit dem, als ich den Scooter mir geliehen habe, wo ich zu ihr gefahren bin. Hat mich eine Jüngere, die ich glaube ich 17 oder 18 hatte, die meinte so, du Tana! Da war ich so, ja, hallo! Ja, ist schon immer ein weirdes Gefühl, wenn einen Leute erkennen. Ja, sie hat auf jeden Fall ein Foto gemacht. Und ja, ich werde sie auf jeden Fall verlinken, ne, wenn es soweit ist, wenn sie mir das halt teilt. So! Aber deine Tattoos gefallen mir nicht. Wirklich mir nicht. Mir gefallen die aber. Aber. Du weißt ja nicht, wo ich noch überall Tattoos habe. Du laberst so einen Müll. Die wirst du nicht. Du laberst so einen Müll. Wie findest du das, wenn ein Mensch, der Tattoos hat, zu dir sagt so, ist das denn? Ja, also finde ich jetzt auch nicht so korrekt. Ja, ich glaube, Mike hatte halt generell so eine Anti-Haltung gegenüber Michelle, als sie da rein sind. Ich glaube, egal was sie gemacht oder getan hätte, selbst wenn sie, keine Ahnung, eine andere Frisur gehabt hätte oder wäre so oder so nicht gut für ihn gewesen. Ja. Ist bescheuert. Ich hatte dich als Ehemann. Aber sie kontert auch, ne? Sie hat schon ihre Grenzen jetzt. Mhm. Sie weiß, was ihre Grenzen sind. Und ich habe auch in meiner Reaction gesagt, so, dass sie wieder wahrscheinlich in ihre Muster fallen wird. Das ist, glaube ich, normal. Also, ja, also ich muss auch sagen, ich kannte Michelle ja nicht wirklich vorher, außer jetzt vom Sommerhaus. Mhm. Und da war sie mir jetzt so eher so als schüchternes, sehr devot auch, in Erinnerung geblieben. Mhm. Aber sie hat mich auf jeden Fall vom Gegenteil überzeugen können. Ja. Also die hat auch, wie man sieht, gekontert und so. Die hat sich auch nicht alles gefallen lassen. Also hat mich auf jeden Fall nochmal, also hat mir eine andere Seite von ihr gezeigt. Wie war es bei dir mit Emily? Konntest du deine Grenzen ihr zeigen und waren da Grenzen? Oder dadurch, dass ich halt sie hier erlebt habe, denke ich so, sie... rennt immer wieder gegen die Wand und versucht halt wie so ein kleines Kind ihre Grenzen auszutesten. Voll. Und irgendwann rastet wahrscheinlich Gina dann aus, ne? Und dann gibt's halt Streit. Ja. Und dass man halt so, gerade in der Beziehung ist es halt wichtig, gerade bei den M&Ms, habe ich das ja immer wieder gesehen, ach, bei Sommerhaus des Stars, dass er sie eigentlich so eingemauert hat. Mhm. Mit niemandem darfst du Kontakt haben. Und sie wollte eigentlich immer wieder sich eingliedern, integrieren. War es bei euch auch so? Ja, also tatsächlich schon. Also ich habe mich ja sehr eingeengt gefühlt in der Beziehung. Das habe ich ihr auch damals öfter gesagt und mitgeteilt. Und trotzdem hat es halt irgendwie nicht wirklich was geändert. Und wir haben halt auch super viel aufeinander gehangen, muss man sagen. Also wirklich 24/7 haben wir uns gesehen, wenn es irgendwie möglich war. Wir haben immer beieinander übernachtet. Es gab, egal was war, egal wo man war, es gab keine einzige Nacht, wo man nicht beieinander gepennt hat. Selbst wenn der andere irgendwie
erst nachts noch nach Hause kam oder sonst was. Okay. Es war immer dieses Ding. So richtig Liebe. Ja, und wir haben uns halt irgendwo auch echt krass abhängig voneinander gemacht. Und ab wann hast du gespürt, dass das nicht mehr geht? Also, hat dich irgendwas geekelt oder dachtest du einfach nur so, ich habe meinen Freiraum nicht mehr und ich empfinde halt dadurch empfinde ich halt nichts mehr. Also irgendwas, es muss ja gekippt sein in dem Moment. Also es hat halt einfach echt damit angefangen, dass wir mal einen Streit hatten, dann den nächsten und irgendwann war es halt wirklich so, dass wir jeden Tag auch wegen den kleinsten Kleinigkeiten uns so gestritten haben. Und da kommt halt teilweise auch wirklich so ein Streitverhalten auf, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme und was halt super aggressiv und provokativ ist. Und Emily hat mich halt, sie hat halt einfach nicht akzeptiert, wenn ich nicht mehr mit ihr reden wollte. Das hat sie nicht akzeptiert, wenn ich gesagt habe, stopp bis hierhin und nicht weiter. Ich brauche meinen Freiraum. Ja, es ging nicht. Ja, okay. Es ging nicht. Sie hat so lange weiter geredet und weiter gestritten. Und ich konnte nicht aus der Situation fliehen quasi. Ich weiß nicht, wie ich mich davor schütze. Das ist schon eine Challenge für mich. Würdest du das auch von dir behaupten? Dass, weil bei euch haben wir ja gesehen, dass ihr am nächsten Tag zusammen aufgewacht seid. Händchen halten davor. Ich habe halt kommentiert, dass das bei euch eine Hassliebe ist. Voll. Ne? Konntest du dich irgendwie abgrenzen? Ja, also die Sache ist halt generell dieses ganze Verhalten, wie man es bei Prominent getrennt von uns sehen wird und auch noch in den anderen Folgen sehen wird, spiegelt wirklich eins zu eins diese Beziehung wieder. Also es war wirklich immer so, wir haben uns gehasst und eine Stunde später wieder geliebt bis zum geht nicht mehr. Also krass, es war wirklich toxisch auch bei uns beiden. Und ich hatte ja selber Angst davor, obwohl ich ja da schon rein bin mit diesem eher eine Anti-Haltung gegenüber Emily, hatte ich trotzdem irgendwo Schiss, dass ich mich wieder auf sie einlasse. Also ich hatte wirklich Angst davor, weil ich wusste, dass es schnell geht bei uns und weil ich auch wusste, dass mir das nicht gut tun wird, wenn ich das zulasse. Du wolltest stark bleiben und dann bist du doch schwach geworden, nachdem du halt Emily gesehen hast. Aber darauf werden wir auf jeden Fall gleich nochmal eingehen. Wir sehen uns gut. Hey Mike, freut mich. Manuel, freut mich. Michael, hallo. Freut mich, bist du nicht dieser kleine Toxic-Dude bisschen? Das liebe ich. Alleine, bist du nicht der Toxic-Dude ein bisschen? Wirklich. Und wo sie auch reinkam oder denen entgegenkam, meinte sie so, hallo Bitches! Ja, Mann. Ja, also das finde ich nämlich, ist wieder so eine Sache, wo sie wirklich so on point ist. So dafür finde ich... Ja, sie hat halt kein Blatt vorm Mund. Ne? Man würde sie auch denken, sie ist Berlinerin. Ne? Ja, stimmt. Ne? Könnte man auch denken, Berliner Schnauze. Einfach abwarten, wer laut ist, ist am Ende ganz leise. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Deswegen, also eigentlich ist das, was er sagt, gerade beschreibt es ihn, nicht Kim. Mhm. Also ja, ich habe keine Ahnung, was auf seinem YouTube-Channel abgeht. Achso, guckst du das, hast du das mal gehört oder nee, so? Nee, also ich weiß, dass er einen hat, aber ich habe mir das noch nie reingezogen. Ich höre nur manchmal irgendwelche Storys darüber. Hast du nichts verpasst? Glaub mir, hast du nichts verpasst. Ja, I don't know, was da abgeht. Aber ja, ich weiß nicht mal, ob er so Angst hat vor einem Shitstorm oder so, weil es juckt ihn, glaube ich, schon nicht so krass. Naja, aber wenn man so laut ist, ne, und schon vorher alles exposed, dann hat man schon Angst, ne? Und irgendwelche Lügengeschichten erzählt. Aber ich glaube, generell wird aus diesem Format werden die wenigsten mit ohne Shitstorm rausgehen, habe ich irgendwie so das Gefühl. Okay. Also, ne, ihr wisst so, ne, wenn sie das so sagt, dann bezieht das wahrscheinlich auf sich. Auf alle. Oh, ey, es kommt einfach Sandra, ne? Wenn ich sie schon sehe auf dem Bild, könnte ich schon so kotzen. Was ist da zwischen Kim und Sandra? Also, seid Aito, oder? Alter, ey, ja. Ich wusste auch gar nicht genau, was da abging. Ich wusste nur, dass sie irgendwie ein bisschen Beef hatten und so. Aber Kim hatte ja, also die hat ja Sandra so gehasst da drin. Aber auch diese ganzen Beleidigungen, dieses Slut-Shaming. Ne? Später hören wir das, ja, es geht auch nicht, Kim. Ey, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht einfach Leute beleidigen. Ja, das war schon ein bisschen drüber. Ey. Ja, das geht nicht. Dann gönne ich mir dich und Lukas. Mich kannst du dich nicht gönnen, ich bin besetzt. Ayaya, Coco Jumbo, ayaya. Wie so ein kleines Mädchen, ne? das irgendwie zu Weihnachten sagt, so, ich möchte gerne die Baby-Born-Puppe und dann möchte ich gerne noch Sailor Moon. Und die Eltern sagen so, muss ich entscheiden. Und sie so, naja, ich krieg beides. Ich bin Kim, ich krieg alles, was ich will.
Du bist da unten ausgestiegen, Mann. Da dachte man, du hättest kein Höschen. Du bist auch passiert. Ehrlich, yes? Ja. Ehrlich, bist du wieder toxisch? Wenn, dann will ich Narzisst genannt werden, nicht toxisch. Wenn man das selber sagt, dann... Ich glaube, es prallt halt recht an ihm ab, was die Leute da sagen. Beziehungsweise er nimmt es für sich mit Humor, dass er so hingestellt, oder was heißt hingestellt, ne? Dass er von den Leuten... Als Narzisst betitelt wird, genau, ne? Ja, genau. Deswegen sage ich ja, toxischer Narzisst passt ganz gut. Du hier, oh mein Gott. Yo Leute, what's poppin? Ich bin Gina. What's poppin? What's poppin? Endlich kommt sie mal rein. Hello, hello. Dieses What's poppin kenne ich von Theresa Römer. Kennst du die aus Amerika? Boah, nee, keine Ahnung. Die hat immer früher, also sagt sie immer noch, das ist, die hat glaube ich die größte Garderobe weltweit. What? Das ist wie so ein Haus, da kommst du rein und überall ist so Hermes, Chanel, Gucci, Louboutins und so. Ey, die Frau hat so viele Sachen, ne? Sie ist so verrückt nach Shoppen und das sieht alles aus, wenn du bei ihr reinkommst, wie als würdest du in so eine Boutique reinkommen. Sieht ganz viele Birkin Bags, ne? Sogar eine, die 120.000 Euro wert ist und so. Und das gucke ich mir manchmal so an und dann denke ich so, es macht sie halt irgendwie glücklich, damit kompensiert sie halt irgendwas. Ja, wahrscheinlich, natürlich. Ne, wenn du da so extrem bist. Und die sagt halt so, what's poppin' immer. Ja, ich sag das irgendwie schon seit Jahren immer bei Insta in meinen Stories und irgendwie, ja. Es hat halt so Wiedererkennungswert. Ja, irgendwie, irgendwann habe ich damit angefangen und seitdem hat es irgendwie nicht mehr aufgehört. Ja, ist auch süß, finde ich toll. Ich habe einfach super gemischte Gefühle. Es sind jetzt 5 Monate vergangen. Ich denke eigentlich jeden Tag noch an Emily. Oh, ich bin echt gespannt. Sie habe ich wirklich geliebt, ja. Deine erste große Liebe oder war schon davor, hattest du auch schon eine Liebe, große Liebe? Ich würde sagen, im Vergleich zu meinen Beziehungen, die ich davor hatte, war Emily definitiv meine größte Liebe. Ah, oh, okay, krass. Will ich schon, also okay. Durch gut sie habe ich echt so gemerkt, was eigentlich Liebe sein kann. Oh, ja. Okay, krass. Also es war wirklich, wir hatten echt... Momente, wo ich sie angeguckt habe und wirklich geheult habe, weil ich einfach so dankbar war, dass ich sie habe. Oh, ja. Das ist so süß. Und dann ist es natürlich umso trauriger, dass es sich irgendwann in so einen Hass umwickelt. Ja. Also sowas, das passiert halt. Ne? Das passiert nicht nur bei dir, sondern auch bei vielen anderen. Mhm. Ich glaube, da können einige Kommentare und Liedchen darüber singen. Ne? Ja, das ist krass. Vor allem, das hätte man halt früher wirklich nicht gedacht. So, wir wären echt füreinander gestorben, so mäßig. Und irgendwann... waren wir so schlimm zueinander. Ja. Ich bin die Emily, bin hauptberuflich Kosmetikerin, komme aus dem wunderschönen Berlin. Also doch nicht kennengelernt bei My Nails. Hat sie eben gerade gesagt, wo die sich kennengelernt haben, ne? Ja, eventuell auf Tinder, eventuell aber auch hat sie meine Wimpern gemacht. Ja, genau. Ne? Ja, euch wir glauben mal dran, ne? Sucht euch einfach aus, welche Story ihr schöner findet. Der Trennungsschmerz, der war schon extrem. Ich bin dann wirklich ein bisschen zusammengebrochen. Also die Trennung war echt so hart, ey. Ich habe auch jeden Tag geheult und sowas. So einen krassen Trennungsschmerz hatte ich echt noch nie. Hast du Schluss gemacht? Mhm, ja. Okay, krass. Du hattest Trennungsschmerz, aber dennoch hast du... einfach logisch entschieden, also einfach kopfmäßig entschieden, nicht mit Gefühlen, weil wenn das so nach Gefühlen, glaube ich, reagiert, wärst du noch weiterhin zusammen mit ihr. Man hätte es natürlich noch weiterführen können, die Beziehung, aber ich habe mir halt immer mehr gedacht, so, ey, das ist nicht die Beziehung, die ich führen möchte, das macht keinen Sinn und ich bin einfach so nicht mehr glücklich. Okay. Und wie, durch diesen ganzen Streit halt, musste man irgendwann sich wirklich fragen, so möchte ich das jetzt die nächsten Jahre so weiterführen? Ja. Und es hat ja auch nichts gebracht. Wir haben teilweise uns ausgesprochen geredet und das und das und das ändern wir und dies und das. Und eine Stunde später haben wir uns wieder genauso angeschrien. So. Ja, da braucht man halt ordentlich Abstand und halt vielleicht, dass man halt einen Therapeuten dazu nimmt oder halt irgendwie einen Mediator, der zwischen euch so ein bisschen... Das klärt. Wie lange wart ihr jetzt zusammen? Ungefähr ein Jahr waren wir zusammen, aber wir waren halt in dem Jahr getrennt auch. Deswegen kann man es nicht so richtig sagen, wie lange wir jetzt... Also ging das immer hin und her, hin und her. Ja, also wir waren halt einmal dazwischen getrennt. Ja, wie du schon meintest, hier mit Psychologen und sowas oder Therapeuten, hatte Emily damals sogar auch vorgeschlagen. Mhm. Hatte ich allerdings abgelehnt, weil ich mir dachte... Ich möchte nicht nach nicht mal einem Jahr Beziehung schon
Also dann kann es ja nicht passen, ja. So, weißt du. Wenn man sich das nach, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahren sucht, dann okay, aber halt so nach einem oder nicht mal einem Jahr dann schon irgendwie so eine Paartherapie zu machen, dachte ich mir halt so, nee, dann passen wir einfach nicht zusammen. Also wenn schon am Anfang die Beziehung schon so bröckelt, dann ist sie eigentlich so zum Scheitern verurteilt. Eben, das dachte, ne, ich mir halt auch so. Genau so dachte ich es halt. Ich dachte wirklich so, es macht keinen Sinn, wenn das so früh schon anfängt. Mhm. Und das hat ja also ab der Hälfte der Beziehung eigentlich schon angefangen, also nach, lass es einem halben Jahr sein. Und nach einem halben Jahr dann schon eine Paartherapie zu machen, sehe ich dann halt einfach ja, das, nicht das, das, so sinnvoll. Das bringt natürlich nichts, ne? Das stimmt, ja. Sie hat mich nicht betrogen, aber sie hat zum 5. vorher Schluss gemacht und hat dann vor meinen Augen mit jemand anderem rumgeknutscht. Genau, das ist ein Thema, was mich interessiert, weil ich habe das kritisiert. Ich habe gesagt, so, wenn man jetzt 5 Minuten vorher Schluss macht, in einem Club ist und dann direkt vor deiner Ex-Freundin oder deinem Ex-Freund mit einer anderen oder mit einem anderen rummachst, ist das nicht cool. Das geht ja natürlich. Du hast natürlich Schluss gemacht, ne? Das ist cool, das ist super. Viele machen das ja nicht mal. Aber dann nochmal direkt, wo sie halt auch so Herzschmerz hat. Ja. Kannst du uns das erklären? Ja, also definitiv ist es kein korrektes Verhalten und würde ich auch gern rückgängig machen. So ist es nicht. Ich habe auch selber sehr darunter gelitten, weil ich mir selber einfach so schlecht vorkam. Ja. Und ich bin auch direkt am nächsten Tag zu Emily hingefahren und habe mich entschuldigt. Natürlich ist Alkohol keine Ausrede für sowas, aber trotzdem, ja, sehe ich auch so. Trotzdem würde ich sowas nüchtern ja niemals machen. So, und mir tut es im Herzen leid. Wie gesagt, ich würde es rückgängig machen, wenn ich könnte. Ich finde es aber halt auch einfach von Emily in dem Moment erstens nicht korrekt, dass sie das direkt als allererstes ausplaudert, weil es sind halt private Sachen, die wir damals geklärt haben und das mehrfach. Und Emily weiß auch, wie leid mir das tut und wie gerne ich das rückgängig machen würde. Und das schon quasi zu erzählen, noch bevor sie überhaupt einzieht, finde ich halt einfach unnötig, weil ich bin da auch nicht mit irgendwelchen privaten Stories direkt. Ja, das finde ich auch sehr, sehr schwach. Also gerade später werden wir nochmal was sehen, wo dann auch Gina so abseits ist. Da ist sie nicht anwesend und das ist halt nicht so cool, was da kommt. Und was ich auch nochmal, ja, beziehungsweise können wir später nochmal drüber reden. Aber ja, ich war halt echt ein bisschen schockiert, als ich das gesehen habe, weil natürlich könnte ich auch, weiß ich nicht was, also wirklich krasse Stories auspacken, die sie dann auch nochmal ganz anders dastehen lassen würden, sage ich mal so. Ja. Aber ich dachte halt nicht, dass es notwendig ist oder dass wir generell so sind, dass wir da direkt schon so eine Schlammschlacht quasi starten. Schon in der ersten Folge. Ne? Die erste Folge ist schon krass abgegangen. Ja, finde ich einfach schade. Dennoch, also natürlich möchte ich damit jetzt nicht mein Verhalten irgendwie besser machen oder so, weil ich weiß, dass es dumm war damals von mir. Und Also bagatellisieren tust du das ja nicht. Du sagst im Grunde genommen, das ist... Es tut mir leid, ne? Also hat sie ja auch des Öfteren schon betont. Also. Ja, wie gesagt, ich finde es halt einfach fehl am Platz, solche Stories direkt oder generell in der Öffentlichkeit zu erzählen. Zu entlarven, ne? Ja. Hi! Ja, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Und das meine ich halt, ne? Ihr seid so, hi! Und bei Kim und Emanuel war es halt so, ja cool, hi Bitch, wie geht's dir? So. Deswegen kommt das halt nicht so, ich war auch so glaubwürdig rüber bei denen. Ich war so schockiert halt, sie zu sehen, weil in den anderen Staffeln war es ja so, dass man immer mit einem anderen Kandidaten eingezogen ist. Dass man dann, dass ich zum Beispiel mit Kim eingezogen wäre oder so. Und auf einmal, wir kommen so immer näher dahin gefahren und ich sehe da nur so eine Person stehen. Und ich dachte noch so, ist das so eine Produktionsmitarbeiterin oder so? Oder was ist hier? Und dann sehe ich irgendwann so ein Kamerateam da stehen und denke so, wait a minute, das ist fucking Emily, die aber da steht. Aber du wusstest schon, dass Emily kommt und nicht Cedric. Ja, ich wusste, dass Emily kommt, definitiv. Ja. Aber ich dachte halt, ich habe erstmal noch kurz in der Villa-Zeit noch kurz zu chillen, ein Gläschen Sekt zu trinken und so, bis dann Emily kommt. Und ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich sie halt direkt treffe. Ja, klar. Ja, lustig. Ja. Am meisten Angst habe ich eigentlich davor, dass wir uns wieder streiten. Also ich war noch der Ruhepol in unserer Beziehung. Ja, genau.
bin eine emotionale Person. Und natürlich habe ich dann die Gina auch mal angeschrieben. So dieses, am liebsten soll ich nur bei ihr sein. Nur angeschrien und am liebsten nur bei ihr sein, besitzergreifend, sehr toxisch. Was sagst du dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Es war halt so, ne? Viele Streits gingen nun mal von ihr aus. Also ich wollte das nicht. Ist ihr das auch bewusst? Also, weil mir kommt das immer so rüber, als ob sie dir das Ganze in die Schuhe schiebt, weißt du? Ja, natürlich gehören zu einem Streit immer zwei dazu, das will ich gar nicht sagen, aber es gibt auch immer eine Person, die halt den Streit anzettelt. Und im Nachhinein war sie auch oft bewusst. Ich habe auch, also oft dann, wenn der Streit rum war, hat sie sich ja auch bei mir entschuldigt und war reflektiert. Trotz dessen hat sich aber nichts geändert daran. Ich will mich auf jeden Fall davor schützen, ihr noch mal näher zu kommen. Prominent getrennt sehe ich definitiv als Chance, dass Gina und ich uns einfach mal aussprechen können und vielleicht wieder zueinander finden. Also da sehe ich halt auch Hoffnung. Ne? Sie freut sich, dich zu sehen. Sie hofft darauf, dass du sagst ja was anderes, ne? Weil du dich auch ein bisschen schützen musst. Du gibst dir selbst irgendwie Stärke. Aber sie hofft das ja noch, dass ihr eventuell noch zusammenkommen könntet. Ja, ich glaube halt, also ich hätte oder ich würde mich auch freuen, oder warte mal, ich muss mal kurz überlegen, wie ich das jetzt sage, ohne zu spoilern. Ja. Also mit was für Emotionen bist du eigentlich reingegangen ins Format? Also ich habe mir auch gedacht, es wäre schön, wenn wir wirklich dann einfach Frieden miteinander finden und Frieden schließen und vielleicht auch mit einer Freundschaft irgendwie rausgehen können, weil natürlich war sie mir überhaupt nicht egal in der ganzen Trennungszeit und mich hat super interessiert, wie es ihr geht und was sie macht und so. Und ich will sie auch nicht aus dem Leben haben, so. Dementsprechend hätte ich mich da auch sehr gefreut, da was zu klären oder bin auch mit dem Gedanken reingegangen, das zu klären irgendwie und dass wir vielleicht dann irgendwie gut miteinander sind. Habt ihr das vorher nicht geklärt oder hattet ihr einfach viel Abstand? Du brauchst halt deine Ruhe und dann ist es halt passend gekommen, dass ihr bei Prominent getrennt mitmacht oder wie war das eigentlich? Also was genau meinst du? Also wie ist das alles zustande gekommen, dass ihr jetzt bei Prominent getrennt mitmacht? Also ihr hattet Schluss gemacht, wie lange war es her? Also, dass ihr dann irgendwie ein Angebot gekriegt habt getrennt. Ein paar Monate später habe ich dann einen Anruf bekommen von meiner Managerin und sie war halt so, ja, ey, hier Anfrage für Prominent getrennt und ich dachte halt instant mit Cedric, so, das hätte halt Sinn ergeben, ne? Dann sagt sie aber so, ja, aber mit Emily und ich war so, was? Wie kommen die jetzt dann auf Emily? Weil war ja so auch überhaupt nicht präsent irgendwie. Und sie wollte eigentlich auch gar nicht, ne? Das Ganze mitmachen, ne? Also ja, und ich habe ihr dann halt eben die das überlassen, ne? Ich habe gesagt, ich würde das machen, was sie macht, also kann sie... Du hast ihr eigentlich so ein bisschen die Pforten geöffnet, weil sie ist ja Kosmetikerin in Berlin, ne? Und wenn sie halt Influencerin noch wird, ne? Und in ein paar Formaten mitmacht, also können wir dich wahrscheinlich auch erwarten bei Ex on the Beach. Na, nicht schon wieder. Nicht schon wieder, bitte. Aber es war doch eine lustige Zeit, oder? Ja, an sich hatte ich bei Ex on the Beach eine gute Zeit, muss ich schon sagen. Ja, ne? Das, ne? Ja. Hasst ihr euch oder liebt ihr euch? Eher hassen. Ja. Ich würde eher sagen Hassliebe, ne? Hassliebe bei den beiden. Ja. Also bei, aber Kim wieder, ne? Ich will mal schön reinstechen. Den Doktor will ich in den Doktor spielen. Da hasst ihr euch oder liebt ihr euch? Gibt's hier wieder so eine Wand, wo man sieht, wer alles dabei ist? Ja. Komm, wir gucken uns die an. Ja, auf jeden Fall. Was war deine Intention? Wen wolltest du eigentlich sehen? Also wolltest du wissen, wer alles mitmacht, oder? Ja, klar. Ah, okay, also okay, ist ja natürlich super spannend, wenn man schon mal so ein bisschen so einen Spoiler sieht, wer alles kommt. Ja. Und ich kannte das ja von den anderen Staffeln, dass man da das dann immer sehen konnte. Und ich wollte natürlich unbedingt wissen, wer wird hier noch reinkommen, auf wen werde ich noch treffen. In dieser Sneak Period sehen wir ja auch, wie du halt einen Rahmen nimmst und einfach durch die Gegend schleuderst, ne? Oh Gott, ja, das war echt, das war... Das ist die Maniac-Gina. Das ist wirklich, da war ich richtig on fire. Da war ich richtig wütend. Da hat sie wahrscheinlich so ordentlich auf die Palme gebracht, ne? Das, Alter, ich hoffe, man sieht das alles, wie das alles war. Dann, werdet ihr mich, glaube ich, verstehen. Bin gespannt. Wie lange seid ihr getrennt? 5 Monate. 5 Monate. Und warum? Ja, weil sie sehr viel Streit sucht. Und Gina gleich mit dem Gläschen so.
Naja, ja, aber sie hat Streitsucht, ne? Ja, ich meine, ja, gut. Was soll ich dazu sagen, ne? Kommt jetzt auch ein bisschen blöd rüber. Aber ja, ich, also in meinen Augen ist es halt auch einfach so. Ich hab dich angeschrien, ja, willst du mich gerade nicht beleidigt? Man macht das ganz oft, wenn man sich noch mag. Wenn da noch ganz viele Gefühle da sind und wenn noch ganz viel zu klären ist. Aber Kim liegt ja schon richtig, muss ich sagen. Also ja, sie beobachtet das Ganze. Ja. Also sie hat ja, bis jetzt hat sie immer alles richtig eingeordnet. Hat sie komplett. Ja. Ne? Du bist auf der Toxic Dude, ja, ne? Und dann hier mit euch beiden. Sie hat ja recht, ne? Ja. Da muss aber ja da, irgendwas sein. Da, ne, war ich auch halt eben schon wieder so sauer, weil Emily halt wirklich, wenn ihr wüsstet, was ich mir teilweise für Beleidigungen anhören musste und ich habe mich da nicht drauf ich habe sie nicht zurückbeleidigt und sonst was. Und sie stellt sich da dann hin und sagt, ja, du hast mich halt beleidigt, du hast dies gemacht, du hast jenes gemacht. Und ich dachte mir so, du kleine Bitch, sorry. Aber du weißt ganz genau, dass es andersrum ist. Ja, aber warum macht sie das, um sich ins gute Licht zu stellen? Das ist, ne, tatsächlich meine Intention, oder das glaube ich tatsächlich, dass sie wirklich sich selber schon mal besser hinstellen will oder mich in dem Sinne schon mal schnell schlecht darstellen will, bevor, die erste bevor Folge, ich, ne, irgendwas sage oder bevor ich irgendwas auspacke oder wie auch immer, dass sie schnell schon mal alles so verschießen will. Und was ist mit euren Freunden? Habt ihr gemeinsame Freunde und hat sie da auch sowas erzählt? Und wo du auch später dann gehört hast von Dreiecken, du Gina, guck mal, Emily redet so über euch, stimmt das? Und die gibt dir die ganze Schuld. Ja, nee, also die Sache ist, dass Emily ja selber mit meinen Freunden teilweise Streit hatte. Ach. Also meine Freunde, die können halt, ich sag das ja dann auch, es gibt genug Leute, die das bestätigen können, weil meine Freunde halt oft genug dabei waren. Und meine Freunde waren auch irgendwann an einem Punkt, wo sie gesagt haben, ey, wenn Emily mitkommt heute Abend, dann komme ich nicht mit. Ja. Und das ist dann halt echt nicht so leicht, ne, wenn man halt zwischen der Freundin, zwischen dem Partner oder der Partnerin steht und den Freunden, die du halt seit Jahren schon kennst, ne, mit denen so du abhängst. Schlimm, ja. Oh, da will man nicht in deiner Haut stecken. Aber ja, ich weiß halt so, ich weiß ja, wie es wirklich war und meine Freunde auch, die können es auch alle bestätigen, wie es damals war. Und deswegen war ich da halt schon so sauer und so on fire, weil ich mir so dachte, du drehst dir das gerade so zurecht, wie du es brauchst und tust einfach so, als wäre das, was du gemacht hast, ich so. Und die Sache ist, in dem Moment hat man ja niemanden, den man irgendwie, wo man sagen kann, hier, sag doch mal bitte, wie es wirklich war. Das kann man ja nicht machen. Ja, klar, den kann man natürlich nicht machen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Alter, willst du gerade alles, was du machst, so tun, als wäre ich das? Siehst du alles, was ich tue wieder? Emily ist alles anders. So. Und Mike so im Hintergrund. Also, beschreibt ihr mich gerade? Ja, physisch, ich bin genauso. Also, da gibt's ja schon auf Klo, ne? Also, wie kam denn das dazu? Wolltet ihr alle zusammen gemeinsam kacken, oder? Nee, die wollten uns halt so eine Tour geben durch die Villa. Ach, stimmt. Und ja. Hier und da und tralala. Und dann hat's ja schon direkt angefangen mit Der Schreien. Redebedarf, glaube ich, oder? Ja, auch generell. Emily, das wird da alles auch gar nicht so krass deutlich, wie krass Emily in den Momenten schon gegen mich geschossen hat, auch in dieser Fahrt zur Villa, die hat wirklich ein Brett nach dem anderen gebracht. Ah, okay, die also, können ja nicht alles zeigen. Da war ich ja eh schon so on fire und dachte mir so, ach du Kacke, in was für eine Richtung geht denn das jetzt? Ja. Redet sie so viel wie ich? Aber ich kann auch quatschen. Ja, also Emily kann sehr viel reden, definitiv. Die kann also wenn sie mich toppt, dann weiß ich auch noch. Ich meine, in mir sitzt total tief Trauer und Verletzlichkeit und Also diese Szene hat mich auch so traurig gemacht, weil sie spielt nichts vor. Mhm. Das ist halt da, ja, und da das ist halt so Herzschmerz. Ja. Ne? Und wie ist es bei dir? Bist du auch so eine Emotionale, die dann auch weint oder die sich eher so kontrollieren kann? Wie ist denn das? Nee, ich weine auch super viel. Ich bin auch nah am Wasser gebaut und so, aber bei mir kommt halt irgendwann dieser Punkt, wo ich dann eher kalt werde und so eine Schutzmauer und aufbaue. Abgeschlossen hast dann in dem Moment? Naja, abgeschlossen nicht, aber halt, wo ich dann wirklich einfach versuche, gewisse Dinge nicht mehr an mich ranzulassen. Und das höre ich auch ganz oft und das hat Emily auch oft zu mir gesagt, dass ich halt ein Eisklotz bin. Und irgendwann erreiche ich einfach einen Punkt, wo ich zu einem Eisklotz werde. Naja, das stimmt, ja.
Bonjour, ich bin der Tommy. Der Armselige ist mit ihr hier. Sandra ist die erste Frau, wo ich mich verliebt habe. Bei denen ist das ja auch eine krasse Sache, ne? Bei Sandra und Tommy. Also Temptation Island, hast du gesehen? Ja, ja. Also ich fand zum Beispiel Sandra sehr, sehr eiskalt am Lagerfeuer. Mhm. Und Sandra fand ich anfangs sympathisch und mittlerweile kann ich nichts mehr mit der anfangen irgendwie. Mhm. Also das, was ich jetzt momentan auch sehe mit Paulina und, also ich bin auch kein Paulina-Fan. Mhm. Und das wird ja auch richtig, richtig eklige Sachen gesagt. Auch Jenny Elvers gegenüber gerade bei The 50 und so. Und auch vorher bei Temptation Island, was da alles passiert ist. Ex on the Beach, weißt du, mit Yassin und so. Also wow. Wie siehst du das Ganze? Also bist du mit Tommy, verstehst du dich mit dem oder mit Sandra? Habt ihr da irgendwie, gab es da so Lieblinge, mit denen du immer zusammen warst bei Prominent getrennt? Ja, gab es definitiv, also zumindest eine Person. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch noch nicht so viel dazu sagen. Okay. Deswegen man wird es noch sehen, was ich für ein Verhältnis mit den ganzen Leuten haben werde. Ja. Okay, ich bin gespannt. Und gerade bei der Nominierung ist es ja halt wichtig. Mhm. Ne? Sonst, wenn du jetzt einiges sagst, dann... Ja, deswegen, man wird auch noch sehen, einige Sachen werden sich auch noch mal ändern zwischen mir und einigen Leuten. Oh, okay, Also anfangs hatten wir, aber das sagen wir sehr, sehr oft, ne? Also bei Formaten, anfangs sind sie gut und später sind sie dann Feinde, weißt du? Also, ja, das war ja auch das Ding. Na, wobei, nee. Okay. Es fällt mir wirklich schwer, nicht zu spoilern. Ich weiß. Aber ich versuche mein Bestes. Vielleicht wollte er sich trennen? Vielleicht hat er Temptation dafür benutzt, um mich loszuwerden? Das ist nie ihre Schuld. Und das finde ich immer krass. Also machen ganz viele, auch mit der Mr. Käse macht das auch die ganze Zeit, von wegen, alle anderen sind schuld. Mhm. Also zu sagen, von wegen, du, ich bin der Schuldige, tut mir leid, und dann reflektieren und das zweite Mal nicht machen. Aber nein, ihr seid schuld. Ja. Nur wegen dir bin ich fremdgegangen, weißt du? Du warst diejenige, die mich dazu gebracht hat. Das finde ich krass. Ja, das ist hart. Das stimmt. Also bei dir ist es wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, hast du dann immer gesagt, auch du entschuldigst dich ja auch. Du sagst ja auch von wegen, ja, du, da habe ich Scheiße gebaut. Ja, ja, voll, voll. Ich bin nicht so, dass ich alles auf Emily abwälzen will. Ich weiß auch, ich habe meine Fehler gemacht und sowas. Aber ich lasse mir auch nicht Sachen unterstellen, die ich halt nicht getan habe. Wenn man eingeengt wird, manipuliert wird, ne, und nichts selbst bestimmen kann, dann kann man nur laufen in die entgegengesetzte Richtung. Ja. Hallo? Hallo? Alles gut? Ja. Wieder, ne? Ja. Also was ich meinte halt, ne? Bei euch beiden war es ja auch so, außer bei Kim und Emanuel. Genau. Und bei den M&Ms, ne? Also ich glaube, Michelle war so ein bisschen zurückhaltend, aber der andere, der hat sie dann umarmt. Genau so war er ja nach der Trennung kalt. Und ich kam nicht mehr an ihn ran. Also das unterstellt sie ihm, ne? Dabei war sie bei Temptation Island richtig kalt. Mm. Ja, ich war ja nicht dabei, wie es war und so. Aber wenn es halt wirklich so war, dass Tommy danach direkt einen Cut gemacht hat und so, dann tut es mir natürlich auch irgendwie leid für sie, weil man ja schon irgendwie sieht, sie hätte das nochmal gerne gerettet. Aber anscheinend war das Ding halt auch einfach nicht mehr zu retten. Aber hast du sie bei Temptation Island gesehen am Lagerfeuer, wie sie war? Ja. Ey, ich das dachte so, ich wie gefühllos kann man sein? Und dass man halt irgendwas vorspielt, damit man ihn einfach... Er hat ja richtig geweint, ne? Ja, ja. Das hat mir also total das Herz gebrochen. Ja, Mann, also mit, also das war mit Tommy. Mit Max, super. Genau. Beim Aufstehen direkt gegenüber gucken, oder was? Und dabei macht sie dann so komplett ihre Bluse so ein bisschen zu. Max steht da, Max Name steht da, ich muss mich zumachen. Das war ja auch eine krasse Geschichte bei denen. Nach Eye of the Born. Ja. Sie hing ja richtig an Max. Mhm. Ne? Und Max habe ich ja auch einmal interviewt. Ja, ich glaube, dass Sandra halt auch, wenn die sich jemanden raussucht, dass die dann halt auch so ist, du bist jetzt meins. Und dass die sich halt irgendwie kopftechnisch dann so auf diesen Mann fokussiert. Weiß ich auch nicht, ob das so gesund ist. Nee, würdest du bei Eye of the Born mitmachen? Ja, voll. Warum nicht, ne? Wäre auch ein Format für dich, ne? Ja, ich denke mir so, nach Ex on the Beach bin ich jetzt eh so trashig, dann kann ich auch Finde, sie würde voll gut reinpassen bei Eye of the One, Real Stars in Love. Ja, und ich finde auch, du würdest bei Dings machen, mitmachen hier. Was war denn da nochmal? Da hat auch Cecilia mitgemacht. The 50? 50 sowieso. Und da werden ja auch wieder ein paar YouTuber, glaube ich, mitgemacht. Oh. Und was
ist denn da gewesen? Dieses eine, wo... Ach so, Beauty and the Nerd. Genau. Mhm. Würdest du da mitmachen? Ja, da hätte ich auch mega Bock. Ich glaube, sie würde auch voll gut reinpassen. Ja. Und sie würde auch, glaube ich, also viele Beauties... Shamen ja die Nerds. Ne? Ich glaube, du würdest den voll unterstützen. Ich hätte richtig Lust, ja. Das wäre auch cool auf jeden Fall. Vor allem, ich glaube, ich wäre nochmal so eine andere Beauty, als es sonst ist. Ja, ich finde, sie würde da voll gut rein. Du könntest auch eine gute Bachelorette werden. Oh Gott, also bei sowas sehe ich mich, glaube ich. Aber Bachelorette Mix. Mix, Männer und Frauen. Oh mein Gott, das wäre iconic. Das wäre so das geil. Wär komm, schreib mir RTL an. Ja, bitte. Schreib allen RTL. Diversity. Mit Max verstehe ich mich eigentlich gut. Max versteht sich nicht mit Sandra. Viele verstehen sich mit Sandra nicht, ne? Mhm. Ganz viele, wie ich das gemerkt habe. Ja, Sandra. Oder gesehen habe. Sandra ist halt auch... sehr speziell. Sehr speziell, genau. Das trifft es, glaube ich, ganz gut, ja. Wie bist du mit ihr? Wird man auch noch sehen, ne? Kann ich leider auch nicht sehen, ne? Mit zwei anderen Personen rumgelenkt und ist mit jemand anderem auf Klo. Oh, das ist wirklich krass. Und das Ding ist, sie ist dann mit dem Typen noch Arm in Arm rausgekommen und hat gesagt, Schatz, was ist dein Problem? Uiuiui. Du kleines Schlitzohr. Ja, also diese Szene, ich war echt schockiert, als ich das gesehen habe, was Emily da gesagt hat, wie sie es gesagt hat. Und ich habe ja... Man sieht es ja auch, ich rede eigentlich im Hintergrund die ganze Zeit mit Emanuel. Ich habe gar nicht gehört, was sie alles gesagt hat. Aber man denkt auch, wenn dadurch, dass mit Emanuel und du da stehen, man denkt so, ja. Ich meine, der Schnitt macht ja, hier, und ne? Auch durch den Schnitt, man sieht so mein Gesicht immer so, wie ich irgendwie so gucke. Als hätte sie es mitgekriegt, ja. Und würde halt sagen, so ja, ja. Ist passiert. Genau, und ich sage ja dann danach noch, weil Emily dann so sagt, ja, steh doch dazu. Und ich sage so, ja, ich stehe auch dazu. Aber ich wusste ja gar nicht, was sie davor alles gesagt hat. Das ist Shit. Das dass ist ich Shit. Also irgendwie mit irgendwem aufs Klo gegangen bin und sowas. Ich finde das so asozial. Ich stehe halt so da jetzt durch die Szene. Und das dadurch, dass ich es natürlich auch noch bestätigt habe, weil ich es nicht gehört habe, was sie gesagt hat, sieht es so aus, als wäre ich einfach mit irgendwem auf dem Klo verschwunden und hätte was gehabt oder so. Sowas existiert und nicht, ne? Und ich schwöre, bei allem, was mir lieb ist, dass das nicht stimmt. Ich schwör, Dicker. Ich schwör, Dicker. Ich schwör, mit Sucuk und Jumurta. Und ich habe auch zwei Freunde, die an dem Abend dabei waren, die alles bestätigen können, wie es wirklich war. Und es ist auch nicht so, dass ich 5 Minuten vorher Schluss gemacht habe. Genau, das ist habe. Ein Thema, ja. Wann hast du Schluss gemacht mit ihr? Das war schon Stunden vorher. Schon Stunden vorher habe ich mit ihr Schluss gemacht. Aber ihr habt auch gebieft, ne? Ja. Und aus Trotz hast du wahrscheinlich so reagiert. Ja, und auch einfach, weil ich dumm und besoffen war. Auf jeden Fall habe ich schon Stunden vorher mit ihr Schluss gemacht. Sie hat es nicht akzeptiert. Okay. Sie hat mich beleidigt als... Ich sag mal F-O-T-Z-E. Genau, und als S-C-H-L-A-M-P-E. Oh, okay. Und weiß ich nicht was, sie hat sich selber so krass daneben benommen an diesem Abend. Und wie gesagt, es sind Leute dabei gewesen, die das bezeugen können, wie dieser Abend war. Okay. Natürlich macht es nicht besser, dass ich das gemacht habe. Aber ich finde, das ist auch etwas, was sie hätte dazu sagen können oder vielleicht auch müssen. Weil so hat dieser Abend definitiv nicht stattgefunden. Und ja, dass es trotzdem uncool ist von mir, ich weiß es. Dass es keine Rechtfertigung ist, weiß ich wirklich alles. Nee, das verstehe ich auch. Also ich verstehe das und total gut, also klar. Auch da wieder, wo ich mir denke, wir sind eine Stunde eingezogen da drin. Die Koffer stehen sogar noch im Hintergrund und du rennst zu fremden Leuten, die du eine Stunde vorher kennengelernt hast, als hättest du nur darauf gewartet, endlich diese Story zu erzählen. Das ist auch nicht schön. Und droppst es so einfach. Und das macht mich wirklich so sauer, weil ich bin auch nicht dahin gerannt und habe sonst was erzählt für Stories, was sie gemacht hat. Und es macht mich wirklich sauer. So, ja... Es ist passiert, dass ich mit einem Typen vor ihr rumgemacht habe. Es stimmt. Aber muss man das direkt erzählen, eine Stunde nachdem man... Nee, das geht natürlich nicht. Man sollte sich so ein bisschen auch zügeln und man muss halt das Ganze auch auspacken, wenn man zu zweit ist. Eben, also aber die Anwesenheit nicht mal ist sehr wichtig. Müssen, ja. Weil wir haben das ja alles schon 100-mal besprochen und sie ist ja danach auch nochmal mit mir zusammengekommen. Sie hat mir in der Beziehung zu 100% vertraut, dieses Ding war überhaupt kein Thema mehr. Ja. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum man das dann wieder da rausholen muss. Ich muss sagen, so obwohl sie gar nicht viel zu tun hat mit Reality, ne,
rockt sie das richtig gut. Ich schwöre dir, und man wird es auch noch sehen, die war teilweise mehr Trash als alle anderen da drin. Ja, ich sag ja, einige Menschen sind einfach dafür geboren. Ja, ich dachte mir auch so, okay, ich glaube, ich habe einen neuen Trash-Star geboren. Ja, ja, es ist echt so. Ja. Ist, also glaube ich auch. Und ja, wie gesagt, also ich finde es einfach ekelhaft von ihr, dass sie halt erstens die Story so verdreht, ihre Sachen, die sie an dem Abend gemacht hat, weglässt. Ja. Und dass sie das halt wirklich so, so direkt an fremde Leute, die hat sie ja eine Stunde zu dem Zeitpunkt gekannt, und dann sowas erzählen. So als hätte sie wirklich einfach nur darauf gewartet, dass jemand sie fragt, was ist eigentlich passiert. Ich glaube, sie hat wahrscheinlich vorhin eine Liste gemacht. Ja, so, was wie kann ich sie am meisten niedermachen und bloßstellen? Genau, die richtigen Knöpfe muss ich drücken. Welche Knöpfe? Und ja, wie gesagt, also da, ich bin auch mal gespannt, ob sie es noch richtig stellen wird, wie es wirklich war, weil es werden auch noch andere Dinge vorkommen in der Staffel, wo sie ja einfach gelogen hat. Es ist einfach so, und sie hat damals zu mir gesagt, sie wird das richtig stellen. Ich bin gespannt, ob sie es wirklich tun wird. Ja, wir werden sehen. I hope so. Wir werden sehen. Wow, am ersten Tag packst du solche Stories aus. Bereust du? Natürlich. Nein. Aber wir sind ja danach auch wieder zusammengekommen. Aber wir haben dieses Thema. Genau, schwarz auf weiß. Dieses Thema haben sie schon tausendmal, zigmal durchgekaut. Ja. Und dann das nochmal dort zu erzählen, am ersten Tag, ich weiß nicht, ob das so ganz... Unnötig, einfach unnötig. Und sie weiß ja auch, was sie damit macht und wie sie, in welches Licht sie damit rückt. Ja. Warum kannst du nicht mich angucken oder mit mir sprechen, wenn du angeblich nichts getan hast? Ich habe keine Lust, mit dir hier gerade zu reden. Ist mir schon klar, weil du nur Scheiße gebaut hast bei mir. Dann hör auf. Also wirklich die größte Fake-Bitch, die es hier überhaupt gibt. Und das meine ich halt, ne, mit Beleidigung und so, es geht einfach nicht. Also da ist sie halt einfach fit drin und hat Bock drauf zu beleidigen, zu bashen. Das geht nicht. Man merkt halt auch, dass Kim direkt halt... Konfrontation sucht auch, ne? Voll. Also sie nervt auch regelrecht. Wenn sie sagt so, du, ich will jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben, ich will mit dir nicht reden, lass einfach aneinander vorbeigehen, weil wo zum Beispiel Sandra reinkam und Kim wollte sie begrüßen, ne, da habe ich auch gesagt, bei Aito, ne, Real Stars in Love, ist Shakira reingekommen und, nee, Shakira war schon drin, Kim ist reingekommen und Shakira wollte einfach aus Nettigkeit, weil die ja schon vorher befreundet waren, sie begrüßen. Hat Kim auch nicht gemacht. Ja. Also da erwartet es auch nicht von ihr. Ja, also... Da, man merkt, aber Kim weiß halt aber auch, was sie machen muss. Naja, klar. Sie weiß halt genau, was sie tut. Sie weiß wirklich genau, was sie tut. Klar. Größter den ich je gesehen habe. Du brauchst dich nicht wundern, dass du von jedem nur drüber gerutscht wärst. Ganz ehrlich. Hässliche Bitch, Alter. Das ist genau deine Art, die ich nicht mochte. Deswegen sind wir keine Freundinnen, ne? Und das geht halt nicht. Das geht überhaupt nicht. Ja, das war halt echt drüber. Das ist ein, also das ist halt frauenfeindlich. Ja, also in meinen Augen. Auch wie Mr. Käse halt sagt von wegen, ja, ich habe dich deswegen ausgewählt, du warst keine Nutte oder so, ne? Das geht nicht. Also ich sag das jedes Mal, denn diese Menschen verdienen ihr Geld, ne? Für ihre Familie, für ihre Kinder, haben es nötig in dem Moment und machen das halt. Und ich finde es abartig, respektlos, das so dermaßen so schlecht zu reden. Ne? Und wenn man dann auch noch sagt, von wegen, jeder ist rübergerutscht und so. Ja, das finde ich halt... Das geht gar nicht. Ja. Wenn sie Lust drauf hat, macht sie das. Ne? Ja. Also einfach mal in den Spiegel gucken und sich an die eigene Nase packen. Ne? Ja, also, und generell das Sexleben von anderen irgendwie zu kommentieren oder zu shaden, finde ich halt irgendwie auch unnötig. Ja, sie kann jederzeit, sie hat Lust drauf, dann macht sie das auch. Und dann ist auch gut. Und was andere über sie reden und sagen, das ist dir Wurst. Und gerade sowas im Format zu sagen, das stellt dich eigentlich, rückt dich ins schlechte Licht. Mm. Du beleidigst sie. Also, also das war echt ein bisschen zu viel. Das hat sie auch über Paulina gesagt, ne? Musste einmal rüberschwimmen einmal zu Tommy. Tommy ist glücklich mit Paulina. Ich mag Paulina auch nicht, aber dann ist das so. Mit der brauchst du gar nicht reden, Emanuel. Aus der Küche? Emanuel, mit der brauchst du gar nicht reden. Die ist dann. Also ich rede mit jedem erst normal. Nein, wenn mit Sandra brauchen wir nicht reden. Wenn ich kein Problem mit jemandem habe, rede ich mit jedem. Da sieht man halt wieder, dass Kim versucht oder die auch einfach die Hosen anhat oder versucht, die Hosen anzuhaben. Ja, sie ist halt dominant. Er ist vergeben mit einer, er hat eine Freundin und die sind als Team hier. Und du hast kein Recht dazu, mich zu manipulieren, mir zu sagen, mit wem ich Kontakt habe. Nur weil du jetzt, es ist auch in einer Beziehung so, wenn ich in einer Beziehung, sagen wir mal, meine Freundin
sage von wegen, ja, ich möchte nicht, dass du mit dem Kontakt hast. Das Recht habe ich gar nicht. Es sei denn, es ist wirklich was Hartes vorgefallen. Aber wenn ich die nicht mag oder wir uns gebieft haben, kann sie trotzdem neutral sein einer anderen Person gegenüber, finde ich. Ja, also, ja, ich finde es auch drüber. Aber man sieht halt auch, dass Kim halt auch echt einen Hass auf Sandra hat. Ne? Mhm. Und dann will sie natürlich auch nicht, dass ihr Teampartner da irgendwie mit der was zu tun hat. Aber trotzdem ist Emanuel ja ein eigenständiger Mensch und genau, kann selber entscheiden, mit wem er zu reden hat und mit wem nicht. Ja, sie betitelt ihn ja auch zum Beispiel als dumm, nur weil er Loyalität irgendwie nicht aussprechen konnte. Mhm. Und das geht auch nicht. Ja. Also, wenn man das bei ihr machen würde, ne, dann würde sie auf die Barrikaden gehen und würde wahrscheinlich 1000 Videos dazu machen. Ja. So, jetzt kommen wir auch zu dem Spiel Liebe Schaukel, glaube ich. Bin ich mal gespannt, was du zu sagen hast zu dem Ganzen. Es ist wirklich lustig. Wir fangen mal bei Michelle, also in der Mitte an, bei den M&Ms an. Wir sind hochgefahren. Ich habe bei uns beiden gemerkt, wir sind ziemlich unsicher. So, die waren ja oben und er konnte sich irgendwie überhaupt nicht bewegen. Er hatte Höhenangst, ja, ne? Eindeutig. Aber er wollte halt von Michelle nochmal hören, dass sie auch irgendwas hat, damit er ihr die Schuld geben kann oder sie gemeinsam abbrechen wollen. Ja, sie wollte ja ihn eigentlich noch dazu bringen, weiterzumachen. Ja, also man sieht auch, dass Michelle auch Angst hat, aber sie hätte es, glaube ich, durchgezogen. Dann hättet ihr nicht 10.000 Euro verloren. Ja, ne? Ja. Also hätte man nur noch... Ich weiß nicht, wie es ist mit... Klar, ich habe auch Ängste, ne? Wenn ich zum Beispiel auch mit dem Urlaub jetzt nach Budapest geflogen bin, davor habe ich so Angstzustände gekriegt, weil ich war länger nicht irgendwie unterwegs oder... Ich weiß nicht, irgendwas... hat mich dazu gebracht, dass ich halt wieder so Angst hatte. Mhm. Angst davor, dass es mir schlecht gehen könnte, dass ich krank werde, weißt du? Wir haben alle Ängste natürlich. Mhm. Und Höhenangst gehört auch dazu. Aber dann sagt man auch, du, ich hatte Höhenangst und gut ist. Ja, dann soll man halt das einfach so hinnehmen, ne? Ja. Weil ich meine, wenn es nicht geht, dann geht's nicht, ne? Nee. Wenn man so eine Angst hat, dann geht's nicht. Dann ist es auch in dem Sinne okay. Dann ist man aber vielleicht auch einfach dann... Ja, nicht geschaffen für, nicht geschaffen für solche Spiele. Ja, ne? Ich meine, ich habe auch super Höhenangst. Also ich habe das bei Couple Challenge damals Da wart ihr ja richtig oben, wie man da irgendwie runtergesprungen. Diese Säcke musst ihr fangen, ne? Ja, alles Mögliche haben wir da, alles in der Höhe. Und da habe ich zum ersten Mal überhaupt gemerkt, dass ich überhaupt Höhenangst habe. Ich dachte davor, Höhe ist für mich kein Problem. War es auch als Kind gar nicht so. Und ihr wart ja so Sporty-Team, ne? Ja, ja, wir waren so auf Sporty und so. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ich habe Höhenangst. Aber trotz dessen, diese Schaukel irgendwie hat mir dann gar nicht so viel ausgemacht, weil man da dann doch so in seinem Film war und so. War das sehr hoch? Oder? Das war schon echt hoch. Das war schon echt hoch. Aber ich hatte eher so das Ziel vor Augen und habe dann einfach diese Höhenangst einfach ausgeblendet in dem Moment. Hm, krass. Ich kann's nicht. Wir probieren es wenigstens. Nein. Atme erstmal. Nein. Zeit. Nein. Guck mal, sie will. Ja. Sie will trocken. Ja. Und er will nicht. Ja, das tut mir auch ein bisschen leid für Michelle in dem Moment, weil ich glaube, sie hätte das echt gerne probiert und wäre dann bestimmt auch mit einem, selbst wenn sie keinen einzigen Brief bekommen hätten, alleine es zu probieren, ist ja schon mal nochmal was anderes. Aber man weiß ja auch, dass bei Prominent getrennt gerade solche Spiele, ich glaube, bei Prominent getrennt ist es mehr als bei Sommerhaus, ne? Dass man immer in die Höhe geht. Ja, wobei ich glaube, es recht ähnlich, also Höhen- und Bodenspielen ist, glaube ich, recht ähnlich. Das ist ja auch dieselbe Produktion. Ja, ja, das stimmt, ja. Ich kann mich noch daran erinnern, wo Leila da im Dschungel da nach oben gestiegen ist. Weißt du das noch? Nach oben gestiegen? Ja, da musste sie die Leiter hoch und das hat sie richtig gut gerockt, obwohl sie Höhenangst hatte und auch so Phobien hatte. Ich glaube, das war die eine Folge, die ich gar nicht gesehen habe. Ja, ja, hat sie richtig gut gerockt, auf jeden Fall. War das in den ersten Folgen? Ich glaube, sie hätte zwei abgebrochen und danach die dritte. Die ersten Folgen vom Dschungel hatte ich gar nicht gesehen gehabt. Ich habe erst nach ein paar Tagen eingeschalten gehabt. So, ja, ich versuche es doch, aber ich kann es nicht. Alleine geht das ja vielleicht noch, aber dann zusammen versuchen, so eine Balance zu finden, habe ich erstmal gemerkt, ach du Scheiße, geht nicht. Ich habe bei dir mehr gemerkt, dass du geschaukelt bist und sie stand einfach daneben. Ne? Also wirklich, so wie Kim. Dieses Spiel ging ja 40 Minuten insgesamt. Und von diesen 40 Minuten
habe ich jetzt nicht so viel gemerkt, dass sie überhaupt irgendwas gemacht hat. Also deswegen hat es mich auch irgendwann so sauer gemacht. Sie hat einfach so vor sich hin vegetiert. Ja, so teilweise stand sie halt wirklich einfach nur da und hat einfach nichts mehr gemacht. Und das hat mich halt schon irgendwie ein bisschen demotiviert. Dann hat sie die Schuld auch auf dich abgewälzt, ne? Was denn, wie meinst du? Naja, wir müssen zusammen das machen, ne? Ja. Also man muss es auch zusammen machen, aber wenn du da stehst, dann... Sie kann nicht schaukeln, sie weiß nicht, wie man schaukelt. Ich schör, Digga, echt? Das ist halt so, wie soll ich ihr jetzt erklären, wie man schaukelt? So, ja, du musst halt dein Gewicht verlagern. Und gerade bei Mädels ist das ja so, ne? So, Schaukel ist total wichtig. Also, ja, also, keine Ahnung. Ich weiß das von Freundinnen von mir, deswegen. Die haben es geliebt zu schaukeln, aber alle. Ich habe mich ja auch irgendwann dahingestellt und gar nicht mehr dieses Seil zum Ziehen benutzt, sondern mich so hingestellt und wirklich so geschaukelt, weil wir halt auch so viel mehr Schwung hatten und so, weil wir waren echt nicht stark genug, um uns da mit diesem Seil so weit voranzuziehen. Ja, ja. Ne, die anderen hatten da, weiß ich nicht, einen Tommy oder sowas am Start mit solchen Muckis. Ja, Tommy hat ja auch so ordentliche Arme und bei Tommy dachte auch, das wäre eine Liebesschaukel. Ja, ja. der hat richtig auch gestöhnt hat er. Ja, ja. Ja, und da musste ich mir dann irgendwie was einfallen lassen, wie wir da trotzdem irgendwie vorankommen. Deswegen habe ich mich dann... Trotzdem wart ihr da ja schon erfolgreich. Ja! Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ja! Erste, komm, ich lass ihn doch, komm! Kannst du auch nicht mehr? Ich mein's ernst, ich will eine gemeinsame Entscheidung. Sepenia. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann stehen sie da noch heute. Ja. Die stehen da, glaube ich, noch. Ja, die stehen da noch. Ja, ja. Ihr schafft das noch. Macht weiter. Ich brech's ab. Ich brauche deine Entscheidung jetzt. Ich breche es jetzt ab. Mach auf stark, mach deine Rolle. Ist mir egal, ich will runter. Und das finde ich auch krass. Ne? Sie versucht ihn zu ermutigen und er, sei du jetzt der Starke, ich bin jetzt der Böse. Weißt ja, du? Aber das habe ich ihm auch in der Villa auch erklärt, dass er versuchen muss, nicht immer das Böse in allen zu sehen und nicht immer davon ausgehen darf, dass alles, was passiert oder jemand zu ihm sagt, gegen ihn ist. Ja, das ist wahrscheinlich extrem viel in der Kindheit schiefgelaufen. Das habe ich echt versucht, ihm irgendwie deutlich zu machen, dass er nicht immer alles so schlecht auf sich beziehen soll. Wenn sie ihn versucht zu motivieren, heißt es für ihn, dass er jetzt der Schlechte ist und sie will ihn jetzt bloßstellen oder blöd darstellen. Dabei will sie ihn nur motivieren. Und bei ihm kommt das aber komplett anders an. Ja, das sind halt sehr, sehr große Minderwertigkeitskomplexe, sehr großes Vertrauensproblem. Also das sitzt halt extrem tief. Ne? Man muss halt bereit sein, diese Päckchen auch aufzumachen, darüber auch zu reden. Aber wenn man nicht bereit ist, dann... Punkt, Punkt, Kommastrich. Und fertig ist das Mondgesicht. Ja! Woher wusstest du das? Ey, meine Oma, danke. Wegen dir haben wir einen Punkt. Wirklich, meine Oma hat das so oft auf dem Blog früher drauf gemeint. So Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Mondgesicht. Und hast nur du noch Kontakt mit deiner Oma? Ja, klar. Also die wohnt jetzt nicht in Berlin, aber ich habe eigentlich täglich telefoniere ich mit ihr oder schön, sowas. Ja. Und durch sie wusste ich dann diesen Spruch tatsächlich. Das stimmt, ja, auf jeden Fall, ja. Frage doch nur. Ich möchte runter, sag es doch einfach. Okay, wir möchten runter. Die haben aufgegeben, ne? Ja, schade, ne? Das ist halt ein bisschen blöd, weil sie hätten einfach wirklich durchziehen können und oben stehen können, diese 40 Minuten, wie das Spiel ging. Ja, wie lange sind die eigentlich geblieben oben? Boah, das weißt weiß du ich das? Nicht, keine Ahnung. War das schon 10 Minuten? Also... Ich habe keine Ahnung, aber... Man hätte sich da ja sogar hinsetzen können. Ich habe ja auch einmal, um Pause zu machen, mich da auf dieses Brett gesetzt. Und dann hätte man da einfach sitzen können. Also keiner hat wirklich annähernd erwähnt in dieser Folge, dass er Höhenangst hat. Nicht mal er selbst hat es gesagt, oder? Also ich hatte es bei mir schon erwähnt, aber es wurde halt nicht gezeigt. Vielleicht wurde es bei den anderen dann auch nicht gezeigt. Ja, wahrscheinlich. Aber ich muss auch wirklich, ich war selber krass, also ich fand selber krass, dass ich dann gar nicht so eine Angst hatte. Ich dachte, mir wird es schwieriger fallen. Ja. Ja, manchmal schafft man das einfach, ne? Ach, ist es nicht einfach, wirklich? Danke für die Info. Klar. Es kam, hat runtergetropft, das ist Fleischwunde gewesen. Zwei Stück. Runtergetropft. Ja. Aber ich weiß noch, unsere Hände waren schon auch echt aufgerieben nach diesem Spiel. Wir hatten zwar Handschuhe, aber halt nicht für die Finger vorne. Ja, das war halt ein bisschen dumm durchdacht. Ja, das stimmt. Also es hat schon wehgetan teilweise. Und bei ihm ist es wahrscheinlich richtig so aufgegangen, ne? Ich habe keine Ahnung, was er da mit seinen Fingern gemacht hat. Aber Kim ist auch geil, ne? Wie sie sagt so, ja,
einfach runtergetropft, ja, ja. Ne? Aua. Du hast geschafft, so viel rumzupinsen, dass du sogar bis jetzt ein Pflaster hast. Und bei mir hat noch nicht mal jemand gemerkt, dass meine Finger offen sind. Ja, so wenig bei mir hat es auch wirklich wehgetan. Ach nö, ja, ich bin ja auch innerlich tot, ne? Ja, komm. Kim, total abgefuckt. Ach ja, ne, ich bin total innerlich verwest, ne, gar nicht. Aber Kim hat auch nichts gemacht. Die stand da auch so wie hier Emily, weißt du? Ja, ich habe da gar nicht so drauf geachtet, wie Kim da jetzt performt hat. Aber ja, ich glaube, sie war halt einfach abgefuckt, weil Emanuel halt so ein bisschen pinzig war und nicht vielleicht so viel Power gegeben hat, wie sie es sich vielleicht erwartet hätte. Aber das kann auch sein, das stimmt. Ich weiß ja. es nicht, war bei denen nicht dabei. Ne? Also falls wir noch nicht getrennt sind, würde ich jetzt noch mal Schluss machen. Ne? Das ist ein Proforma einfach. Na, wunderbar. Ich dachte, ich wäre die Prinzessin, aber anscheinend nicht. Oh, wunderbar. Das klappt ja bei euch super, ne? Ich war innerlich nur so, ja, fühle ich. Ich bin traurig darüber, dass Mike mir gegenüber dieses Vertrauen nicht hat. Das war auch in der Beziehung so. Und deswegen kam dieser ganze Schlamassel. Und das ist schade. Also sie fällt wieder in ihre alte Muster, merkst du das? Mhm. Ja, aber ich verstehe sie auch einfach, weil sie halt schon gekränkt ist dadurch, was da jetzt wieder passiert ist und so. Ja, naja, er hat ja gesagt, so, das hat nicht geklappt, weil ich kein Vertrauen mehr zu dir habe. Also das fand ich auch krass. Ja, also das ist halt, dass man das auf so das Spiel jetzt projiziert. Also, ja, vor allem, was ist das denn für eine Aussage? Ja, was hat das denn damit zu tun? Er will sie einfach nur verletzen. Ja, egal wie, Hauptsache verletzen. Und das hat ja auch nichts damit zu tun, dass man jemanden vertraut. Man muss halt hin und her schaukeln. So. Ja, das hat, ich finde auch, das hat nichts damit zu tun. Das könnte man auch mit einer fremden Person machen. Ja, es hat ihm einfach nicht gepasst, weil er das nicht konnte. Erste Frau, wo ich sage, du bist wirklich eine Frau. Nee, Püppchen, nicht Nutte, irgendwas Abwertendes. Du warst die Erste, wo ich gesagt habe, Mensch. Krass, also es ist auch so abwertend, keine Nutte. Was soll das denn heißen? Ja, also ich glaube, Mike ist sich manchmal auch nicht ganz bewusst, was er da sagt und wie er das rüberbringt, ne? Das ist einfach schlimm. Ja. Also ich finde, solche Aussagen sollte man mal dreimal überlegen, ob man das sagen sollte. Erste Frau, wo ich sage, du bist wirklich eine Frau. Nee, Püppchen, nicht Nutte, irgendwas Abwertendes. Du warst die Erste, wo ich gesagt habe, Mensch. Liebe Ex-Paare, ihr habt alle drei Sprichwörter richtig. Kim, Virginia und Emanuel. Ihr habt dies in der schnellsten Zeit geschafft. Yeah. Das hätte ich aber auch nicht gedacht, ne? Also da war irgendwie ja keine Konkurrenz, ne? Vor allem, Kim war so frustriert, als sie zurückgekommen ist. Und dann waren sie aber trotzdem die Besten, ne? Aber ja, ich finde es auch krass, dass wir alle gleich viele richtig hatten. Ja, alle drei, glaube ich. Ne? Ja, wir hatten alle drei, zumal Emily und ich, wir hatten ja nur die Hälfte der Briefe, weil wir an die anderen gar nicht rankamen. Ja, ja, und ja. Die anderen hatten ja teilweise alle Briefe und trotzdem hatten wir gleich drei, viele. Ja, das stimmt, ja. Durch den Abbruch von Mike und Michelle verringert sich die Gewinnsumme um 10.000 Euro auf 90.000 Euro. Habt ihr nicht gemacht, ihr Bitches? Warum? Nein, Mike. Und sie gleich, ne? So, wirklich. Ey, immer Bitches. Es ist so geil. Und die stehen da immer so und gucken so. Wie jetzt wir? Ja, ja. Ja, aber es ist auch echt eine ärgerliche Situation, so, wo man sich so denkt, ey Leute, dann setzt euch doch einfach dahin und chillt. Also ihr habt euch wirklich den Arsch aufgerissen. Aber wenigstens sind sie halt in die Höhe gegangen, ne? Also die hätten ja auch von Anfang an sagen können, nee, wir wollen nicht. Ja, das stimmt natürlich auch. Also das sollte man auch nicht so verkennen, ne? Aber ich finde, man hätte da das echt einfach ausharren können. Man muss sich ja nicht bewegen oder so, wenn ihr eh schon da oben seid. Und das war wirklich hoch, ne, sagst du? Es war schon hoch, ja, okay, ja, klar. Ja. Also. Aber was machen wir jetzt bei den nächsten Spielen? Wenn die Hälfte mit Höhe ist, dann bist du bei der Hälfte raus. Also bist du eigentlich unser Verkacker der Staffel jetzt, oder was? sie trifft wirklich den Nagel auf den Kopf, ja, immer, ne? Du bist der Verkacker der Staffel. Ja. Ja, aber true, irgendwo, wo sie recht hat, ne, man macht sich natürlich dann schon seine Gedanken und ist so, yo, wenn es jetzt jedes Spiel so läuft und es sind nun mal viele Spiele in der Höhe, dann macht es nicht so viel Sinn, dass du hier drin bist. So. Das stimmt, ja. Weil dann ist dir klar, dass wir dich raushaben wollen, ne? Ja, dann ist das so. Dann ist das so. Dann ist die Gage immer noch mehr als das, was du kriegst. Bei manchen würde es mich ja tatsächlich echt mal interessieren, wie viel Gage die bekommen haben. Aber ich meine, wenn man die Hälfte schon nicht gekriegt hat, dann liegt das wahrscheinlich die Gage bei 15.000 Euro. Maybe. Ich sag ja, ne? Das ist aber auch so eine eklige Aussage, ne? Das, also. Weil mit meiner Gage kann ich wahrscheinlich drei davon bedienen. Und
Deswegen bin ich da tiefenentspannt. Und Michelle denkt auch so. Also, die glaubt dem Ganzen auch nicht, ne? Was er da ja. von sich gibt, ne? Also wenn man jetzt irgendwie Katzenfutter essen möchte für 200 Euro, dann sollte man schon überlegen, was man sich da irgendwie geleistet hat. Ne? Ja, und ich finde es halt auch schade, dass es anderen Leuten halt so egal ist, weil andere wollen vielleicht diese 10.000 Euro haben, ich zum Beispiel auch, was könnte ich mir von 10.000 Euro natürlich, alles kaufen? Natürlich, klar, natürlich. Und dann ist es natürlich blöd, wenn da jemand dabei ist, der dann einfach sagt, ist mir doch scheißegal. Ja. So, was ihr denkt, ich habe genug Geld, ist mir doch egal, ob ihr... Da ist ja, 10.000 Euro weniger. Ist ja halt auch gelogen, ne? Also ist ja auch wirklich alles gelogen. Deswegen sollte man irgendwie mal überlegen. Man muss sich die 1.000 Mal überlegen, was man da eigentlich von sich gibt und später das Ganze zu bereuen oder die ganze Schuld auf andere abzuwälzen. Mhm. Sehen wir ja. Der eigene Ex-Partner will ich hier drin triggern, dass du wieder das Arschloch bist. Ich habe mir ganz groß auf die Fahne geschrieben. Passieren hier gewisse Dinge, leake ich dich komplett. Möchtest du öffentlich dein Gesicht verlieren? Soll ich die Michelle zeigen, die ich kennengelernt habe? Das ist hart, sowas zu hören. Das ist richtig eklig, finde ich. Das ist richtig eklig. Ich will gar nicht wissen, wie viel Shitstorm eigentlich Michelle gekriegt hat damals nach Sommerhaus. Ne? Ich meine, er hat sich das ja selber zuzuschreiben, so wie er sich benommen hat. Ne? Und sie gehörte dazu, sie hat ihn auch in Schutz genommen. Kannst du froh sein, dass eine Frau so lange mit dir zusammengeblieben ist? Das ist eine richtig, richtig harte Aussage, finde ich. Weißt du, warum ich hier bin? Warum ich hier sitze? Michelle braucht das Geld. Wie deine Aussage, wo ich mich tot machen muss. Oh Gott, ich weiß nicht. Da fällt mir einfach nichts mehr zu ein. Wirklich nicht, ich schwöre. Also ich weiß gar nicht, wenn die nächsten Folgen auch so sein werden, ne? Denk mal, die nächsten Folgen werden auf jeden Fall auch nochmal hart und extrem. Und das wird wahrscheinlich richtig abgehen wie ein Zäpfchen, wenn erstmal Max reinkommt. Ja. Und noch Nico. Aber ich meine, wenn man das hier sieht, ne, die erste Folge, dann wundert es mich auch nicht, warum man so laut geschrien hat auf YouTube und sich versucht hat, rauszureden. Ja, also ich glaube halt generell, die nächsten Folgen werden es echt nochmal in sich haben. Da wird noch so viel abgehen, das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Das wird auch noch so ekelhaft und so. Ich bin richtig gespannt, ich bin richtig heiß drauf. Ja, Gina, auf jeden Fall Dankeschön, dass ich dich interviewen durfte. Ja, sehr gerne. Und natürlich weiterhin werden wir Gina in anderen Formaten sehen. Ich hoffe es sehr, denn sie ist ein zuckersüßes Mädel, muss ich sagen. Also das kann ich nicht über jeden sagen und sie ist echt toll. Ich würde sie gerne weiterhin in anderen Formaten sehen. Ja, schauen wir mal, was noch so kommt, ne? Ja, du bist auf jeden Fall offen, ne? Ich hab Bock. Und sie ist halt jung, ne? Sie ist jung, sie kann wirklich total lange mitmachen in diesen ganzen Trash-Formaten. Ich weiß nicht, wie lange, aber geht ja noch. Amazon hat jetzt momentan ja auch neue Formate geplant, glaube ich. Und Ja, mal schauen, was so kommt. Also. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und bedanke mich bei dir. Das wünsche ich dir auch. Wie gesagt, falls du natürlich noch vom Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Yes. Ein Daumen nach oben, natürlich Kommentare. Also Kommentare nicht vergessen. Ich freue mich immer über Kommentare. Ich versuche so gut wie möglich auch zu antworten. Gina wird auch eventuell antworten, falls sie Zeit hat. Abonniert gerne Gina. Sie macht TikToks, ist sehr erfolgreich. Insta. Auf jeden Fall, mir auch gerne und falls du natürlich die ganzen Folgen von RTL Plus die angucken möchtest, von Prominent getrennt unter meiner Beschreibung, findest du einen Link zu rtlplus.com. Einfach draufklicken, Abo dalassen und könnt ihr die ganzen Folgen gucken. Dankeschön.